Server, komm schon. Ja. Heute nicht alles so performant, ne? Arg. Danke für deinen Sattel, Gregor. Hat sehr geholfen. Gut, dann brauchen wir noch Leather Stripes, hast du gesagt, brauchen wir, ne? Mhm. Dann craft ich davon gleich auch noch meinen ganzen Schwung. Das Doof ist nur, dass die Dinger so mega schnell kaputt gehen. Die Messer, ne? Nein, die Wände. Ja, deswegen wollte ich beim nächsten Server Restart die Compost-Zeit für die Gebäudeteile wesentlich runtersetzen. Ja, gut. Was meinst du, wie schnell sonst diese Wohnhäuser kaputt gehen? Unser Wohnhaus ist seit dem ersten Aufstieg nicht ein einziges Mal weiter kaputt gegangen. Es hat nicht einen einzigen HP-Punkt mehr verloren. Okay, dann kann ich das restliche Holz packe jetzt in den Pile of Lumber. Da müsste das auch reinpassen. Ist hier noch was drin? Nein. Oh, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich die Boxen für die Paras dann mache. Weil mit den Zäunen wird das echt schwer. Weil die Zäune sind zu klein. Zäune sind zu klein. Und stacken kannst du die auch nicht, ne? Dass die übereinander stehen. Nee. Okay, das geht nicht. Ja, oder wir warten, bis wir die Professions haben und da kannst du, glaube ich, noch andere Zäune bauen. Ich müsste halt wirklich einen Stall bauen. Und dafür brauche ich halt die Carpenter Profession. Gut, das war ja eh deine, ne? Ja, aber die brauche ich vorher und das ist, jetzt schon ein ziemliches logistisches Problem. Ich bin ja auch fast schon fertig. Ich mache jetzt die Leather Stripes, weil wir müssen ja unser Gelände erstmal ein bisschen erweitern. Erstmal suchen wir mal das Leder zusammen, was wir haben. Kein Leder. Ach doch, da war doch Leder drin. Sonst da hinten ist auch Leder drin. Du meinst im Admin Drake? Ja, es ist groß und bewegt sich. So, hier. Es hat schon viele, die Ohren ist gehäutet. Vor allem heute. Ja. Aber eigentlich wollte ich an die Sachen nicht rangehen, die der aufsammelt. Na, ich brauche ihn halt manchmal zum Sachen aufsammeln, wenn zum Beispiel mal ein Jungtier gecuttet werden will mit zum Beispiel, ich möchte gerne Stegofleisch. Naja, und das droppt ja so gar nicht eigentlich. Weil ich habe es ja schon mal versucht mit einem Trike. Wenn ich einen Trike töte und das mit der Axt ausnehme, kriege ich kein Trike-Meat. Wenn ich es aber mit ihm mache, kriege ich Trike-Meat. Und wie soll ich mich einem Stego stellen? Mit meinem kleinen, pisseligen Bogen. Also mit anderen Worten, der Drache soll uns eigentlich die kleineren, noch nicht behobenen Sachen in der Mod, ja, manuell beheben. Es funktioniert einfach noch nicht alles hundertprozentig. Es ist halt handgemacht. Das merkt man halt. Aber es ist wirklich dafür sehr gut. Hey, der Mod ist von einem kleinen Modding-Team aus Deutschland. Ja. Aber zumindest deutschsprachig. Ich bin echt am überlegen, ob ich für jeden einen Sattel mache, damit die steuerbarer werden. Immerhin haben schon wie viele? 4 Stück einen Namen? Ja, ich glaube 4 Stück. Ist doch schon mal anfangen. Ja, ich dachte, ich muss ja irgendwo anfangen. Noch Speere, Pfeil und Bogen, okay. Wie viel Leder hast du denn, mein Freund? Guck mal her. Hast du Mundgeruch? 200, 400, 600, 800, 935. Also ich verballer gerade noch knapp 800 Leder. Und 96 Federn und 33 Keratin und vor allem 45 Small Animal Bone. Ja, die Bones wirst du auch brauchen für die Messer. Du hast heute viele die Ornis gegessen. Oh Gott, da kommt gerade ein bisschen Frischluft rein. Oh Gott. Aber wenn ich mir den Drachen so angucke, müsste er 2000 nicht die Ornis fressen, um satt zu werden. Für eine Stunde. Ich glaube, ich sollte noch mal auf Crafting Speed leveln. Ja, da habe ich auch schon ein paar Punkte rein verschwendet. Ich habe jetzt 2 rein verschwendet. War doch immer 1,5%, ne? Nee. Da habe ich nur 1 verschwendet.
Obwohl doch, doch, doch. Dann sind es zwei. Müssten 5% sein, weil ich hab's auf 140. Ich hab's auf 110. Und das ist einfach nur so langsam. Ich hab noch ein paar Eier im Inventar. Da ist sie. Ja, die sind befruchtet, die will ich nicht essen, die will ich ausbrüten. Das sind die drei Kamelsaurier und der andere Terrorvogel, wo ich hoffe, dass es ein Mädchen wird. Wenn jetzt Kamelsaurier anfängst zu brüten, können wir die Folge nicht mal viel machen. Ja, das mache ich irgendwann mal im Off, glaube ich. Dann pack die befruchteten Eier doch noch in den Kühlschrank. Ich glaube, die sollte ich eher in Lagerfeuer packen. Ein brennendes. Zumindest die Kamelsaurier, die mögen es nämlich eher warm. Und die werden ja in meinem Inventar tatsächlich nicht schlecht. Geschweige denn, Spawn-Time liegt irgendwo bei 3 Tagen. 3 Tage, 19 Stunden, 57 Minuten und jetzt weniger als 30 Sekunden. Ja gut, ich denke mal, wenn wir später nach der Aufnahme dann wahrscheinlich anfangen zu brüten, ne? Yay, Kamelsaurier. Weil dann müssen wir uns beim Reisen um Wasser nämlich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Was wir auch schon mal sagen können, wir werden wohl ab der nächsten Woche mehr streamen. Es wird auf jeden Fall bei den Tagen Dienstag und Samstag bleiben. Dienstags werde ich mich weiterhin in den nächsten Wochen mit The Long Journey Home beschäftigen. Das Spiel hat mich tatsächlich sehr angefesselt und ich bereue es, dass ich es momentan privat nicht weiterspielen kann, weil das Spiel halt nicht mehr als ein Safe-Game unterstützt momentan. Und Samstag werden wir weiterhin uns, Du hast doch gar kein Safe-Game mehr, du hast doch verkackt. Ich hätte doch nochmal ein neues angefangen. Das war doch... Oh Gott, das hatte ich schon gar nicht mehr mitgekriegt, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Und dann werden wir noch mindestens einen dritten Tag hinzufügen und dann nochmal wahrscheinlich neben den 3 Tagen nochmal freie Schnauze, wie Bock ist. Und dann am dritten Tag weiß ich noch nicht, ob wir dann... Er denkt über Witcher nach. Genau, ich will halt... ich habe Witcher 3 einmal komplett durchgespielt, allerdings niemals komplett mit den DLCs. Mit den beiden DLCs. Ich habe die beiden immer nur angefangen. Und das will ich jetzt endlich mal machen. Und dann dachte ich mir, das wird sich super anbieten, wenn wir das kombinieren mit Stream und allem drum und dran. Form da ist. Fällt dir auf, dass sich Dinos um unsere Basis herum bewegen dürfen? Stimmt. Das ist herrlich. Ist das Crafting-Interface offen. Weil da drüben hinterm Zaun ist eine Schildkröte und es passiert gar nichts. Das ist so geil. Oh, snap. Es ist einfach so mega. Oh. Es hat lange gedauert, bis wir das Ding rausbekommen haben. Oh Gott, das mit diesen Heizstrumps ist einfach ewiglich lange. Soll ich dir die schon mal irgendwo hinpacken, dass du schon mal anfangen kannst, welche nachzucraften? Ein paar habe ich noch im Inventar. Gut, ich habe für dich jetzt auch nochmal 250. Wie musste ich die Dinger an... Moment. Nee, die machst du im Inventar. Oder mache ich die im Inventar? Ja, die mache ich. Relativ weit oben, die Holzbarrikaden. Hab's ja gerade schon gefunden. Oh Gott, was ist denn los? Das liegt an der Hitze. Ja. Ich hatte gestern Abend auch so einen totalen Tiefpunkt. Holz ist hier im Woodpile und in der Werkbank. Also in dem, nein, Shopping Station. So schimpft das Detail sich. Damit es nicht schlecht wird? Nein, damit es irgendwo gelagert ist. Weil alle anderen Strukturen haben ein Maximalgewicht. So, hier in der ersten Box sind... Warum auch einfach hinschmeißen? So, da muss ich noch ein, zwei Knochenmesser herstellen. Also ich brauche Holz. Okay, mehr kann ich nicht aufheben. Wie viel kann ich herstellen? 14, danke. Dann habe ich insgesamt 18 im Inventar. Soll für den Anfang reichen, ne? Ja, für die erste Umzäunung reicht das. Super, dann werde ich mal mir noch ein paar Knochenmesser herstellen, weil ich werde dann jetzt alles Leder erstmal in Stripes verarbeiten. Ich meine, Leder ist ja nicht das Problem beim Farmen. Oder meinst du doch? Steht da. Ja, ich meine, Lederfarm ist kein Problem. Wir können das mit dem... Oh Gott, das wird eine Weile dauern. Ich habe es mal eben... Was haust du da alles durch? Ich habe gerade 3 Bone Knives durchgeballert für 222 weitere Crafting-Durchgänge für Heightstripes. Ich kann mich kein Millimeter bewegen. Ich bewege mich gerade nur sehr langsam. Ich muss gerade mal eben kurz dafür sorgen, dass ich mich wieder bewegen kann. Und kurz, selbst dann kann ich mich nicht bewegen.
Okay, wir ja, haben gut, Bronze. Die Eier sind natürlich sehr schwer. Wir haben Zinn. Holzkohle, Holzkohle kann raus. Ach nee, Holzkohle muss drin bleiben. Es ist das Charcoal, was raus müsste. Verdammte Axt. Wood Ash, die muss raus. Verdammte Axt, die Steine können weg. Ja, Copper Dust. Also wir könnten auf jeden Fall den Anfang direkt überleben. Also das Überleben direkt machen vom von den Professions. Ich muss mal eben kurz Eier essen, bis ich wieder laufen kann, so. Aber wenn es heute alles klappt, was wir uns vorgenommen haben, könnten wir tatsächlich in nächste oder über, spätestens übernächste Woche wirklich mit dem Dorf anfangen. Ach du meine Güte. Ich habe übrigens noch die Wild Grape Seeds. Also wir könnten Trauben haben. Pack die erstmal in den Dingens rein. Ja, ich pack die da irgendwo hin. Ja, das ist eine Kiste neben dem Feld. Oder Porzellanpott. Ist ja keine Kiste. Oh, die hatten wir noch nicht, die Seeds. Ich weiß. Lobe mich. Hast du fein gemacht. Ich habe noch 33 Leder im Inventar. Ja, die kannst du aber nicht hinpacken. Ich habe jetzt fast 800 Leder durchgeballert. Ich esse erstmal ein paar Trauben. Also ich könnte jetzt schon... wenn wir den Kochpot brauchen, den könnten wir jetzt craften. Da habe ich auch schon genug Kupferbarren für hergestellt. Hallo. Gut, du hast kein Maximalgewicht, das ist gut. Hier ist auch noch Leder drin. Oh Gott. Also von Leder können wir uns nicht retten, davon haben wir echt genug. Hier sind doch noch zwei Holzknüppel drin. Bronze und Kupfer. Sind die von dir? Weiß ich nicht. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Kupferstaub. Das ist schon wieder leer. Was ist hier mit? Noch mehr Kupferstaub. Ich wollte glaube ich Hammerköpfe herstellen. Nein. Also ja, keine Ahnung, was du wolltest. Ja, ich dachte mir schon so, hä, wieso, wo weißt du, was ich wollte? Ingemold kann da mal rein. Oh, hier sind auch noch 100 Hide-Stripes drin. Super. Aber ist egal, weil die nehme ich jetzt nicht dafür, weil ich muss jetzt erstmal... Nee, obwohl, mach mal 12 Stück. Passt schon. Kann nicht schaden. Okay. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf eine Zinnreise, weil ich will mehr Bronze herstellen. Willst du dann die Paras wieder mitnehmen? Ich wollte einen mitnehmen. Da wollte ich keine große Karawane für machen, weil Kupfer ist nicht. Zinn und Kupfer ist nicht so schwer. Ja, gut. Weil sonst hätte ich jetzt ganz vorne den einen nämlich mal eben weggenommen. Kannst du machen. Und dann wieder hingestellt, weil sonst kommst du hier mit den Paras nicht raus. Und dann Paras, die einmal draußen sind, bleiben dann auch erstmal draußen. Da muss ich mir nur. Du kannst ja zwei von den weg. Also ich würde mit zwei Paras angehen. Meinem fertigen und lassen wir den Benny nochmal dabei. Den Benny? Ja. Alter, die mit ihren roten Augen, das ist so creepy, vor allem wenn die so vor einem stehen, ey. Ich die honest. Bei den Weißen geht's noch, ich finde die Schwarzen schlimm. Die Schwarzen sind echt teuflisch. Ich bin mal gespannt, wann die abkacken, weil sie nichts zu fressen kriegen. Ach ja, Fisch ist ja auf der Karte auch mittlerweile Mangelware. Fisch ist ziemlich aus bei uns. Ich glaube, ich mache gleich einen Bronze-Hammerkopf und keinen Kupfer-Hammerkopf. Kommt, glaube ich, besser. Max hat wieder vor irgendwas Angst gekriegt. Max ist der, Dingenswomans, der Schokobo. Hm, wovor hast du denn Angst, Knuddelchen? 96,6, der hat's auch bald geschafft. Ich habe bestimmt Angst vor Admin Drake. Der ist aber ganz lieb. Guck mal, der wie er da. Auch guck mal, wie er da hinten steht. Er guckt einfach nur zu.
Und levelt wie ein Haufen Scheiße. Ja, aber wir benutzen ihn ja nicht. Seitdem ich ihn benutze, ist er 26 Level gestiegen und der war schon bei 750. Ja, das liegt an dem Doppel-EP-Ding des Mums. Die ganze Rinde kann ich auch mal ins Lagerfeuer schmeißen. Warum haben wir hier... Bist du nicht eingestellt? Nee, du bist nicht eingestellt. Okay, dann bist du jetzt eingestellt. Da war noch ein panischer Dodo, der war nicht richtig eingestellt. Der ist jetzt auch auf Passiv, damit die nicht so ängstlich rumrennen und Angst haben und rumrennen. Massenhysterie und so. Ja, vor allem Massenhysterie. Ich will noch keine Kofferbarre machen. Erstmal fetten Dodo-Ei gegessen. Hab ich noch meine Buffs. Nein, 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 nein. Ich bin aus Versehen auf J gekommen. Vermeiden. Ich habe sofort wieder U gedrückt. Ich habe fast das Schlimmste vermieden. Nur Admin Drag ist gerade weggeflogen. Das ist das Schlimmste, was passiert ist. Ja. Aber den kann man zum Glück relativ easy wieder umpositionieren. Ja, man kann ihn ja fliegen. Ja. Obwohl ich dich das nicht machen lassen würde. Was denn? Ich weiß ganz genau, dass Flugsteuerung nie so deins war. Außer es ist ein kleiner Pterodon, weil er kein Maß hat. Der kann ja überall landen. So ein Wyvern ist da schon weitaus schwieriger zu fliegen. Ruckel, ruckel, ruckel. Okay, noch mehr High Stripes. Sag, was ist das für ein Dino? Das ist ja hinter mir irgendwo Motorrad. Alter, Walter. Ein Motorradtops. Motorradtops. Ich kenne nur Morellatops, aber Morellatops, den finden wir ja nicht in der Gegend. Eher südlich. Ja. Ich habe drei davon im Inventar. Ah, das ist meine. Das sind wieder meine Dimetrodon. Ach, die Eco-Terrarien sind einfach geil. Wie heißt jetzt eigentlich der zweite? Der größere von den beiden. Der kleine heißt ja, wie hieß er? Mr. Snuggles. Genau, Mr. Snuggles. Das ist auch so ein Insider. Wie hieß der? Ich glaube, Inky oder Binky. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht mal sicher, wie es im Original hieß. Also, falls du jetzt darüber guckst zu Gregor und Co. und dir denkst, was bewegt sich da hinten? Das ist der Schweif von den Weibern. Ja, das sehe ich zum Glück. Wenn du schnell guckst, bist du im ersten Moment doch sehr verwirrt. Ach, guck mal, der Funkstream gerade. Heute aber später als sonst. Ja, wohl war. Aber ist ja okay. Wobei es gestern schon ein bisschen langweilig war. Dass er die ganze Zeit nur Blood Party gespielt hat, ne? Ja, das war schon so ein bisschen. Ja, mein Gott, das ist das eine. Kappa Headshot, Kappa Pick Blade, Kappa Spearhead. Mich brauchst du für nichts, oder? Was? Dich? Ja, ich bin am überlegen, wie ich das mit dem Paras mache. Ich kann halt keinen Stall bauen, das ist halt das Ärgerliche. Ja, wir können halt nicht selber bauen. Noch nicht. Noch Ob nicht. Ich halt jetzt erstmal noch so lange warte, aber wir können die auch nicht einfach nach draußen stellen. Hast du schon die Carpenter's Profession gelernt? Nein. Weil du gesagt hast, ich soll's lassen, weil wir das ja anders machen müssen. Ja, du kannst die lernen. Wir müssen das nachher über den Admin-Befehl mit den Give All Engrams machen. Dann ist es bei mir, bei jedem Einloggen dann ein Gramme wieder. Ja, weil du ja alle lernst und das ja eigentlich nicht so gewollt ist. Aber geht ja nicht anders, weil wir nur zu zweit sind. Dann kannst du schon mal lernen und dir dein Carpenters Table bauen und dann gucken, was du alles craften kannst mit der da muss ich eben. Practice-Stufe. Dann muss ich. Moment. Muss ich erst gucken, ich glaube. Boah, keine Ahnung, ich muss gucken, wie der Befehl war. Oh mein Gott, mein Carpador! Nein, du spielst keinen Carpador-Jump. Entschuldigung. Funk ist schuld. Falls irgendwer was dazu sagen will, kann jetzt rübergehen zu Funk und sagen, Funk, du bist schuld. Er muss nicht wissen, warum, aber er ist schuld. Boah, ich glaube, ich verdurste jetzt hier gleich beim Leather Stripes Crafting. Du kannst es unterbrechen, da drüben zu der Pfütze gehen, die wir jetzt hier haben, und was saufen. Na, ich kann ja auch mit dem Grafen gehen.
Ja, ich mache wieder Baywatch-Style. Nein, das meine ich nicht. Das war gar geil. Der eine Parakacken unter dem anderen fällt runter. Okay, das ist echt gut. Okay, es hat der gekackt, unter dem es gerade runtergefallen ist. Ich dachte, es landet jetzt bei dem anderen, aber das ist leider nicht passiert. Oh Gott, wie geil. Ah, Server, ich liebe dich für deine kleinen Fehler. Oh, ich laufe hier gerade weg, Leute. Ist gerade echt, also, gemischt Sauna, stimmt. Also, ist confirmed. Gedenkt uns und unserer Dachbodenwohnung. Juhu. Dachbodenwohnungen sind einfach scheiße. Also kleiner Pro-Tipp fürs Leben, wenn ihr irgendwie eine Chance habt, eine Wohnung zu bekommen und sie ist Dachboden, sagt nein. Einfach nein sagen. Einfach nein sagen. Nee, Ad Experience ist was anderes. Give All Engrams heißt es, glaube ich. Ich gucke. Ich muss mal eben bei G ankommen. Game Command, Get Chat, Get All State. Give oder Get? Ich bin mir nicht ganz sicher. Get Game Log. Get Player ID for Steam ID. Ghost. Auch ein sehr witziger Code. Oh ja. Aber, obwohl, das sage ich jetzt nicht. Wenn man neu im Spiel ist, sollte man einfach mal den Ghost-Befehl nutzen. Außer man mag es nicht besonders, wenn man plötzlich durch die Karte fällt. Und kriegt dann Angstzustände. Es gibt solche Leute. Give engrams and unlocks all crafting resets for the player character. May lag a little. Ja, ist okay. Ja, ja, das laggt im ersten Moment ein ganz klein bisschen. Hat das jetzt funktioniert? Hat das jetzt funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Gut, dann musst du dir jetzt gleich dein Table halt bauen. Ich habe aber trotzdem keine Profession gewählt. Hier drin zumindest. Oder wie funktioniert das jetzt anders? Doch, du hast alle Professions schon gewählt. Die ändern sich farblich von der Farbe nicht unbedingt. Du müsstest jetzt Crafting Tables herstellen für Carpenter Table, Mason Table und sonst was. Ich habe hier nichts drin. Nee, Worktable. Ja, guck mal, dann geh mal in den Worktable und guck mal da nach einem. Oh Gott, hier kam gerade Luft rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich spüre einen Luftzug an meinem Arm. Ich kann bei dir das Fenster nicht aufmachen, weil dann siehst du von dem Bildschirm nichts mehr. Oh mein Gott, das ist so gut. Das müsste dann unter Sonstiges sein, glaube ich. Oder Strukturen. Nein. Dann bist du bei Strukturen. Und Herstellung. Ja, da sind sie. Taylor Carpenter Table. Und ich brauche ein Worktable dafür. Was brauche ich für ein Worktable? Holz. Jetzt sag nicht ich und mein Holz. Ich hab's extra wegen dir aus der Playlist rausgenommen. Echt? Ja. Oh, du bist so empfindlich. Ich brauche Wooden Nails und die Planks. Okay, ich brauche Holz. Ich und mein Holz. Nails haben wir noch 70 Stück in der zweiten Kiste, wenn du. Also in der ersten Kiste nehmen den Leather Stripes. Die Planken klaue ich mir. Ach stimmt, genau, in der sind welche drin. Das Problem ist, unser Worktable ist gerade so voll, dass ich da nichts reinlegen kann. Nein, nimm was raus. Was ist für Rakes drin? Ja, ich hatte einfach mal 12 Stück gemacht. Weil ich mir dachte, wenn da keine Paras parken müssen, dann kann man ja das Feld nochmal größer machen. Oder ein zweites an einer anderen Stelle anfangen. Damit das dann schöner aussieht, weil man hat ja das kleine Häuschen da und da kann man ja was hinbauen. Und da brauchst du ja mehr Racks, wenn du mehr Felder hast. Und, okay, ich höre jetzt auch mit dem Crafting von den Leather Stripes, das ist echt nicht mehr auszuhalten. Das Holz nehme ich raus, die Federn kommen raus. Das kommt raus, das kommt raus. Das Transfer. Und davon brauche ich noch ein paar im Inventar. Und zwar so viele wie. Genau. Der kann wieder rüber. Und die kann rüber. Und dann auf. Nein, nicht sonstiges. Strukturen, Herstellung, den Carpenter Table. Oh. Carpenter Table. Und dann packe ich hier eine Rack wieder rein. Und dann habe ich jetzt das Inventar voller Scheiße.
Yay, scheiße. Oh, ich hasse die Kisten, die wir herstellen können. Die sind so zum Kotzen. Entschuldigung. Musste mal gesagt werden. Die sollten da rein. Was, Benny? Ja, jetzt hat er das alles so mit Hide vollgeballert. Ah! Was auch immer das war. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich übel rumgeschoben. Kann sein, dass das ist der Para, weil der gerade rumgerannt ist. Wip, wip. Mach mein Handy jetzt. Wip, wip. Meins hat auch wip, wip gemacht. So, da hat sich YouTube gemeldet. Was will es? Folgen, also nicht von uns, von anderen. Achso. Ah, Para! Ah! Okay, ich schnuppe mir jetzt mit dem Para. Meinst du, es lohnt sich, nachts rauszugehen schon? Warte lieber, du siehst nicht, ob vielleicht was Böses auf dich zukommt, wenn du jetzt losgehst. Da habe ich meine Karawane aber schon vorbereitet. Lass es einfach. Warte einfach, bis es wieder hell ist. Ich glaube, ich craft noch mal ein, zwei Fackeln, weil es ist echt ziemlich finster hier in der Basis. Es ist ja in den Arsch gegangen. Ja, dann brauche ich noch 3-4 nach. So, wir haben jetzt ein Carpenter-Table. Super, mit dir kannst du nur was anfangen. Ich brauche Crude Shafts. Dafür brauche ich Holz. Oh, Licht. Ja, ich renne mit der Fackel die ganze Zeit, mit der Handfackel rum. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Trade Tools, Fencing, Lager, Waffen, Waffen? Ja, ist ein bisschen unübersichtlich. Du müsstest was mit Structures oder was sein. Ich guck grad durch. Ach so. Ja, Strukturen. Haus, Landwirtschaft, Dock, Herstellung, Treppe. Bei Farm könnte es sein. Stable. Was brauchst du für ein Stable? Das Ding für die Schweine. Oh, das Dodo Coop. Ja, das Dodo Coop. Alter Falter. Und die offene Scheune. Und die geschlossene Scheune. Alter Falter. Ja, ich sehe gerade bei dir die Materialanzahl, da werden wir einiges für stricken müssen. Okay, ich brauche Lumber. Ja, für Lumber muss ich erst weiterkommen. Ich muss erst mit dem Wood Shingles, Metal Nails und Bucket of Plaster. Bucket of Plaster, den macht der Mason. Den macht er auch, also bist du aber voll von mir abhängig. Ich muss auf dich warten, ne? Ja, aber ich bin hier schon 28 geworden gerade. Ja, du und dein Holz. Was? Hm? Was soll das jetzt? Was? Was? Hier mein Holz. Du spinnst doch. Schnell rausnehmen, bevor die Mobs. Okay, wo wollen wir noch eine Fackel? Ich will eigentlich hinten im Feld noch eine haben. Zwei. Nicht so schön. Eine kann ich noch aufstellen. Ich kann sogar noch zwei aufstellen. Und da ist die letzte. So, dann nehme ich mir jetzt hier mit. Ein, zwei Stacks davon. Dann mache ich mal die Fackeln an, die halten zum ewigst. Was hatte ich sonst noch gesagt? Ich hatte gesagt, den Farmer würde ich noch machen, ne? Sollte ich den nicht machen? Nein, du machst den Schmied und den Mason. Schmied, Mason, ja. Der kann sich